Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ich habe ein bisschen nachgedacht und ich habe tatsächlich die Lösung gefunden. Also, im Prinzip ist es relativ einfach, ich habe es nur wieder nicht gesehen. Die einzige Möglichkeit, einen Laserstrahl auf diese Höhe zu kriegen, ist eben von hier aus. Das bedeutet, wir gehen mit dem mit diesem Glaskubus, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, auf die Plattform hier, bewegen uns ungefähr in diesen Bereich und setzen dann einen Laserstrahl, der hier zu uns trifft. Jetzt können wir mit diesem Laserstrahl das Ding öffnen. Gleichzeitig können wir dann auch hier runter hoppeln. Ja, im Prinzip ist dann die einzige Schwierigkeit nur noch gleich wieder die Portale genau so zu setzen, dass es passt. Aber das dürfte auch funktionieren, denke ich mal. So, wir gehen einmal hier rüber. Dann setzen wir... Ich will nicht getroffen werden. Ein Strahl hier hin, ein Strahl da oben hin. Immer noch nichts. Und was? Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Du kannst ruhig ausreden. So ist es nicht. Der Fahrstuhl ist geschmolzen. Ach, schick. Ach, wie schick. Schau mal einer an. Ja, wo bringt uns das Ding dann hin? Rüber zur Tür. Ja, okay. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Ja, nee. Oh, nein, das ist gar nicht gut. Ah, wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Ich weiß nicht mal, ob es so gut ist, wenn es überhaupt eine Übernahme gibt. Ich weiß nicht, ob ich dich wirklich wieder da drin haben will. Du willst ja auch nur testen. Ach, sieht mal einer an. Ich nehme an, die Uhr ist stehen geblieben. Ansonsten hätten wir jetzt 10 vor 2. Mittagszeit, Pausenzeit eigentlich. Na schön. Tja, viele Möglichkeiten haben wir nicht. Ja, mach dann gleich die Klappe zu, ja? Schön. So, neue Testkammer, neues Glück, würde ich sagen. Oder? Du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Ach du Schande. Bing, sehr gut. Weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Ja, das erinnert mich an GLaDOS, wo sie gesagt hat, das wartet eine Überraschung. Von wegen Eltern und so. Okay, was machen wir jetzt? Wir haben wieder Gel. Das ist doch schon mal positiv. Wir haben einen Strahl. Das ist auch schon mal positiv. Wir haben einen Kubus. Der da oben rumliegt. Wir müssen den Kubus hier hinbringen. Das wird unsere Rennbahn. So viel habe ich auch geschnallt. So. Gut, jetzt ist nur noch die Frage. Sobald ich nämlich von hier runter gehe, gibt es keinen Kubus mehr. Gibt es keinen Strahl mehr. Wie bekommen wir also...
Wie bekommen wir diesen Kubus? Achso. Geschnallt. Ich verstehe. So, Punkt 1, Punkt 2. Und wir brauchen Punkt. Noch nicht abschalten, noch nicht abschalten, noch nicht abschalten. Jetzt abschalten. Ah, fast. So, dich bringen wir jetzt da hinten rein. So. Wunderschön. Ja, wobei, so ganz wunderschön ist es nicht, ne? Wir wollen ja immerhin eigentlich wollen wir ja ein bisschen mehr. Das bedeutet, wir machen uns jetzt eine schöne Rennstrecke. Ah, fast. Immer noch fast. So, jetzt haben wir doch eine schöne Rennstrecke. Oder? Oder ist das immer noch nur fast? Ich hätte halt gern irgendwie noch den hinteren Teil. Aber das ist ja wurscht. Naja, okay. Okay, Geronimo. Das hat nicht gereicht. Alles auf Anfang. Ne, nicht alles auf Anfang. Fast alles auf Anfang. So, fast alles auf Anfang. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler lag. Okay. Eins, zwei, auf das Ding stellen. Eine schöne Rennstrecke. Ja, sie ist noch nicht ganz fertig. Teil 2 der schönen Rennstrecke. So, jetzt ist die Rennstrecke fertig. Und jetzt nehmen wir den Kubus wieder mit und stellen ihn dieses Mal hier ab. So, und dann machen wir uns eine kleine Bahn. Einverstanden? Auf die Weise dürften wir irgendwo hinkommen. So. Gut, dann sind wir jetzt hier. Okay, oder auch nicht so gut. Hm.
Tja, ich habe wohl nicht viele Optionen. Na, komm. Warum lässt du mich nicht durch? Hallo? Lässt du mich hier durch? Ah ja. Warum hat nämlich da oben nicht durchgelassen? Jetzt verstehe ich den eigentlichen Sinn, glaube ich. Der Strahl muss so laufen. So, also nochmal. Komm, 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 komm. Yes. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Danke, GLaDOS. Ich kann ja nicht reden. Ich habe vergessen, auf die Zeit zu achten. Wie viel Zeit ist eigentlich schon wieder vergangen? Ich muss mir mal wieder unbedingt einen Timer stellen. Wir fahren noch runter und dann beende ich die Aufnahme. Falls es eine kurze Aufnahme ist, tut's mir leid. Ja, an der Stelle beende ich dann mal wieder den Part. Er hat immer noch seine PC-Probleme. Da oben würde es weitergehen. Ach komm, wir schauen uns zumindest die Testkammer noch an. Okay, es gibt keine. Das bedeutet, wir kommen wohin? Naja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.